herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des E-Talk. Ich muss ganz schnell machen, weil eigentlich habe ich gerade einen Termin übersehen. Neben mir Daniel Schad, sehr erfolgreich, Sie sehen, der braucht nicht einmal nur ein Jacket dran. Ihm muss man ein Jacket noch anziehen, damit ich noch sozusagen ein Geschäft mache. Er braucht es nicht mehr, er hat es sozusagen geschafft. Danke Joe für die Vorstellung. Aber nee, ganz so ist es nicht. Es ist sehr warm, deshalb trage ich kein Jacket. Ja, ich finde es ja warm. Ja, vielleicht euch erinnern, draußen hat es minus 8 Grad. Für draußen habe ich Jacke dabei. Na okay, aber das ist ja nicht unser Thema, wie heute die Wetterbedingungen in Toronto sind, sondern wir haben ja eigentlich letzte Woche eine spannende Woche gehabt. Das ist richtig. Ich habe es, lustig war jetzt übertrieben, stimmt nicht, war trotzdem irgendwie abzusehen, aber wie war dein Gefühl letzte Woche? Nun, ja, man muss sagen, die Märkte waren natürlich sehr, sehr heiß gelaufen, ja, jetzt nicht nur die letzten Wochen, sondern schon die ganzen letzten Monate und wenn du mich fragst, eigentlich auch schon Jahre. Ja, die meisten neuen Aktionäre, die jetzt so die letzten 10 Jahre dabei sind, die kennen gar keine Bärenmärkte. Ja, für die ging es eigentlich immer nur... Ja, gut. Rohstoffmarkt immer sehr, sehr zyklisch, weiß der selber. Was schnell steigt, kann auch wieder schnell fallen. Aber so die Gesamtmärkte, also eine Facebook, Amazon, Netflix, Google, diese typischen Blue-Chip-Werte, die gehen ja praktisch seit 10 Jahren fast nur nach oben. Und da hat es viele neue Anleger eiskalt erwischt, weil die kannten so eine Situation eigentlich gar nicht, dass es da doch mal extrem nach unten rauschen kann. Mhm. Ne? Ja, und was hat sich jetzt quasi daraus schätzt du? Für mich war das auf jeden Fall ein bisschen so eine bereinigende Situation. Ist schon bereinigt? Meine Glaskugel, die habe ich jetzt nicht dabei. Wieso? Ich meine, du fliegst drüber. Nee, ich habe nur Handgepäck dabei, die wäre zu schwer gewesen. Okay. Nee, Montag wird spannend werden, weil wir haben Freitag ja schon ein schönes Reversal gesehen in den Märkten. Ja, aber das war das Plunge Protection Team. Das, ja, hundertprozentig. Okay, das war den Markt geflutet nochmal. Ja. Das hast du schon 2 Stunden vorher schon, der Wahnsinn, dann haben sie nochmal runtergedrückt und dann die letzten 15 Minuten haben sie halt nochmal um 7 hoch 800. War schön anzuschauen, ja. War super zum Anschauen, aber hat mit der Realität, glaube ich, nicht wirklich was zu tun. Ja, die ganzen Standardmärkte, weißt du ja selber, die sind halt auf Pump nach oben gepusht worden, die ganze Geschichte. Ja. Dass unsere, Geld kostet ja nichts. Geld kostet nichts, ja. Und dass halt die Notenbanken Staatsanleihen kaufen, auf Teufel komm raus, ist nicht gesund für die Märkte. Ja. Also die sind schon künstlich aufgeblasen worden. Jetzt kam letzte Woche natürlich durch die Schweinegrippe, glaube ich, heißt es, ja. Naja, das war schon ein paar Jahre. Ich meine, dass du überhaupt so an die Schweinegrippe noch erinnern kannst, bist du ja Jungspund. Danke. Das hat, glaube ich, eher was mit Bier zu tun. Meinst du? Ich glaube, es hat irgendwie mit Bier. Ich bin kein Biertrinker, aber ich habe mal so einen Verdacht. Okay. Das letzte Bier ist ja eh meistens schlecht. Ja, das stimmt. Ne? Da hat man dann den Kater. Genau. Ja. Mhm. Okay, und du glaubst, das ist so ein Kater-Event? Katerstimmung, ja. Wie gesagt, nächste Woche wird spannend, ob es das jetzt schon war in den Märkten. Die Bild-Zeitung versucht ja schon zu beruhigen, indem sie sagt, die Zahl der geheilten Fälle übersteigt jetzt die der neu bekannt gewordenen Fälle. Und von daher denke ich, dass die Bevölkerung ein bisschen gelassener an die Sache rangeht. Weil die Bild was schreibt. Ja, den Chinesen ist das wurscht, was die Bild schreibt. Ja, eben. Ne? Aber nein, du meinst die Deutschen? Ist absolut, es? Absolut. Okay, okay, gut, so gut kenne ich die Deutschen dann nicht. Ja, uns ist so weit weg, stimmt. Ja, stimmt. Nee, aber wir haben die Bild nicht. Okay. Also deswegen fehlt uns vielleicht dieses High Professional Information. Nein, das würde ich so nicht bezeichnen, aber es ist halt trotzdem das, was die Masse gern... Okay, liest, konsumiert. Aber warum eigentlich ist der Rohstoffsektor auch die letzten 10 Jahre so underperformen gegenüber den allgemeinen Märkten? Ich meine, Gold hat ja eigentlich trotzdem einen guten Rang gehabt. Mhm. Eigentlich kann man sagen, seit 2016, wo wir es tief gehabt haben, 2015, Ende Dezember 2015, wo wir ja gerade bei 1040 waren, haben wir doch ja 50% zugelegt, ja. Im Gold selber, ja. Was ja bei den Goldproduzenten ja ein Riesenhebel sein müsste auf ihre Gewinne. Und trotzdem tut sich bei diesen Firmen nicht so viel. Ja gut, Problem war halt bei den meisten Mining Companies, die haben es einfach verpasst, in den letzten Jahren ihre Unzen, die sie produzieren, durch Zukäufe wieder zu ersetzen, beziehungsweise durch neue Entdeckungen.
Und die haben es auch, oder teilweise wurden Zukäufe gemacht, aber zu teuer. Das heißt, die Unzen, die man sich eingekauft hat durch die Übernahme von Explorationsgesellschaften, waren im Nachhinein gesehen vielleicht etwas zu teuer gewesen. Mhm. Und was auch noch ein Punkt war, dass die Gold- und Silberproduzenten jetzt nicht so extrem auf die steigenden Preise reagiert haben, ist meiner Meinung ganz einfach die bilanzielle Situation, also dass die Kosten nicht runtergekommen sind. Ne? Also die Profits sind einfach nicht in dem Maße angestiegen, wie der Goldpreis ist. Jetzt in den letzten Quartalen hat sich es erst bemerkbar gemacht. Wir sehen es auch in den Aktienkursen, dass trotzdem die Anleger schon schauen, wie sind die Zahlen der Companies und agieren dann eben dementsprechend. Das, was für die Leute am interessantesten ist, sind ja neue Investmentsideen. Ja. Hast du irgendwelche Ideen, die sich jetzt die Leute eigentlich anschauen sollen? Nun, also brandneue Firmen, nein. Ich hab so meine Favoriten, die ich schon teilweise über Jahre schon verfolge. Dann lass einmal Sprung. Ne? Zum Beispiel eine Premier Gold, denke ich, ist sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, also Management ist für mich immer einer der wichtigsten Punkte. Dass die selber einen ordentlichen Anteil der Aktien halten, dass die Projekte in politisch stabilen Regionen liegen, wo die Anleger keine bösen Überraschungen erleben, dass zumindest die Zukunftsplanung vorsieht, steigende Produktion, fallende Kosten und dass es auch plausibel natürlich ist. Ja? Die Firmen können viel in ihrer Präsentation schreiben, aber manchmal hapert es dann doch an der Umsetzung und da kommt es dann auch auf die Glaubwürdigkeit des Managements einfach an, ob die es in der Vergangenheit schon geschafft haben, auch in anderen Companies, ihre Versprechungen einzuhalten. Mhm. Ne? Also eine Premier Gold ist da zum Beispiel zu nennen, die jetzt auch vom Chart her sehr, sehr interessant aussieht. Mhm. Also auf einer langjährigen Unterstützung angelangt. Mhm. Jetzt auch durch den Crash am Freitag nochmal. Eine Avino Silver, sehr, sehr günstig. Ich schaue mir da immer gerne den 20-Jahres-Chart an bei Avino. Mhm. Und, habe ich gerade vorher mit dem David dahinter. Echt? Ja? Cool. Kommt aber erst nach deinem, weil deins ist, okay. Nein, deins ist zeitkritischer. In okay. David Sainz ist ja, da sprechen wir über Aktien, das ist nicht okay. Zeitkritisch. Genau, also Avino Silver, Premier Gold, dann im Goldsektor Argonaut, ganz interessant, auch in Mexiko tätig. Mhm. Super Company, bin Aktionär. Okay, ich noch nicht. Gut. Das war es eigentlich. Okay. Das liegt darum, dass ich mit dem Anzug wieder laufen muss, weil ich habe nämlich 20% Minus drauf und du nicht. Okay. Ich noch nicht, nee. Okay. Nee, und im Silbersektor noch eine Endeavor Silber vielleicht zu nennen. Wobei da, das habe ich auch meinen Lesern schon in den letzten Wochen gesagt, dass ich da nochmal mit einem Rücksetzer rechne, weil einfach die letzten Quartale schon nicht überzeugt haben. Mine musste geschlossen werden, Kosten waren einfach zu hoch. Es wird jetzt aber die nächste Mine entwickelt, Terro Nero. Ja, Nero, ja. Und die könnte wirklich eine Megamine werden. Ne? Und das wird aber noch 2-3 Jahre dauern. Und wenn die am Laufen ist, dann kann Endeavor wirklich eine spannende Story werden, denke ich. Okay, und das waren deine Favoriten? Das sind jetzt so meine 4 Favoriten aus dem Stegreif, die mir einfallen, ja. Jetzt hast du da eine Möglichkeit, ein paar Leute anzusprechen, nicht zu viel, aber ein paar. Müsst ihr einen Sales Pitch geben, dass dein Channel abonnieren? Natürlich, also ihr könnt gerne mal die Seite stockreport.de besuchen. Im Grunde beschreibe ich da, was ich mit meiner eigenen Kohle so anstelle, welche Projekte oder welche Firmen ich spannend finde. Schaut einfach mal vorbei, stockreport.de, würde mich freuen. Danke. Das war es auch schon von der PSI 2020. So, und wir nehmen diesen neuen Servus. Gruß. Denn Handgeben ist nichts mehr wegen dem Biervirus. Absolut. Danke. Tschüss. Tschüss.